Servus, Grüezi und Moin Moin aus Graubünden in der Schweiz, aus dem Trainingslager des HSV. Wir haben einen Tag hinter uns, eine Trainingseinheit am späten Nachmittag sollte sie sein. Am Abend um 18 Uhr fand sie dann statt. Die Temperaturen haben nichts anderes zugelassen. Sie war intensiv, sie war anstrengend für die Jungs. Die nächsten Einheiten stehen bevor. Viele, viele andere Dinge werden mit Sicherheit in den nächsten Tagen passieren. Hoffen wir zumindest. Wir hoffen auf viele, viele Veränderungen, denn der HSV benötigt noch einige. Eine gab es gestern schon und über die werden wir euch heute berichten, genau wie in den nächsten Tagen dann an jedem Morgen mit einem Frühstückshäppchen. Neben mir steht mein lieber netter Kollege Henrik Jacobs vom Hamburger Abendblatt. Er ist für den Printteil zuständig, während ich hier den Online-Part übernehme. Und er wird mir in den nächsten Tagen hier immer wieder Rede und Antwort stehen, beziehungsweise er wird mir auch mal Fragen stellen, je nachdem, wie wir es dann am Ende handhaben. Wer am Ende die Fragen beantworten kann, der beantwortet sie für euch. Auf jeden Fall versuchen wir euch mit diesem Frühstückshäppchen immer einen kleinen Rückblick auf den Tag davor, beziehungsweise auch einen kleinen Vorschau auf den Tag, der uns dann bevorsteht, zu geben. Heute können wir berichten, dass der HSV einen alten Neuzugang hat, der gestern Abend, du hast ihn noch gesehen, wie er hier im Hotel angekommen ist. Genau, es war kurz vor Mitternacht, da kam Gojko Kacar hier im Trainingsquartier an, nachdem er seinen Vertrag frisch unterschrieben hatte, noch lange mit Peter Knebel zusammensaß und verhandelt hat. Als es dann soweit war, haben sie ihn direkt in den Flieger gesetzt und gestern Mitternacht kam er hier an und wird heute direkt ins Training einsteigen. Er sollte eigentlich gestern Morgen schon mitgeflogen sein, es hakte aber noch an der Unterschrift, es gab noch letzte Details zu verhandeln. Genau. Die haben sich dann im Laufe des Vormittags erledigt, sodass er dann am frühen Nachmittag fliegen konnte. Genau. Dazu landet heute der zweite richtig neue, nachdem wir Batuhan Altintas hier gestern schon begrüßen durften im ersten Training. Bevor wir über den zweiten neuen sprechen, erstmal über den ersten, der junge Türke. Was für einen Eindruck macht er auf dich? Ja, noch relativ zurückhaltenden. Also man merkt natürlich, dass er sich erstmal in der Mannschaft zurechtfinden muss. Im Training fiel er noch nicht ganz so gut auf, hat natürlich auch lange nicht gespielt. Also Bruno Labbadia ist dann auch sehr zurückhaltend, was die Erwartung angeht. Also er sagt, das ist eine Investition in die Zukunft und da sollte man jetzt erstmal noch nicht zu viel erwarten. 2 Jahre hat er plus Option für weitere 2 Jahre. Also für die Leute, die heute Morgen schon gefragt haben, warum ein so großes Talent dann nur einen 2-Jahres-Vertrag bekommt. Es ist ein 2-Jahres-Vertrag mit einer Option für den Verein für weitere 2 Jahre. Insofern ist da vorausgedacht worden. Dann kommen wir zum zweiten richtig neuen, in Anführungsstrichen. Er soll heute Nachmittag um 15 Uhr landen. Genau, Gotoku Sakai, der Mann vom VfB Stuttgart. Der Wechsel ist ja schon seit einigen Tagen bekannt. Der Medizincheck stand noch aus, wurde hier im Trainingslager gemacht und er steigt heute ins Training ein und denke ich, könnte auf Anhieb eine Verstärkung sein. Wir hoffen es. Auf jeden Fall werden wir euch davon berichten. Heute Nachmittag steht dann auch der erste Test an. Wir werden die ersten spielerischen Komponenten vielleicht erkennen können. Darüber werden wir euch dann spätestens morgen früh berichten. Natürlich wie immer auch heute Abend in einem schriftlichen Blog beziehungsweise morgen auch in der Zeitung im Hamburger Abendblatt im Printteil von Henrik Jacobs dann beschrieben. Insofern bedanken wir uns erstmal bei euch, verbleiben so und melden uns dann am morgigen, frühen Morgen wieder bei euch. Ciao, bis morgen.